Ja. Mit äußerster Genauigkeit kann ich sagen, dass alles nicht so aktuell ist, wie es scheint. Zwar kann es schon viele Bedürfnisse geben, die nicht befriedigt sind. Es kann auch eine sehr ungewöhnliche, schlechte Stimmung herrschen unter denjenigen, die sich, die immer mehr wollen, als was schon vorhanden ist. Doch über die wollen wir heute überhaupt nicht sprechen. Denn was uns am Herzen liegt, das ist ja... Was liegt uns denn am Herzen? Erstmal dieses Herz, das in diesem Körper hier schlägt. Gott sei Dank muss ich mich nicht um jeden Schlag kümmern. Es schlägt ganz von alleine. Möglicherweise, wenn eine Erbkrankheit vorliegt oder ein Verhalten, bei dem die Kanäle, die Adern oder Venen und Arterien zu diesem Herz vielleicht verstopft werden können. Also das physische Herz, da kann großen Belastungen ausgesetzt werden. Und es kann spontan aufhören. Aber es kann auch so was Lustiges passieren wie der Herzkasper. Ah, der Herzkasper kommt vorbei. Lacht sich fast tot. Oder muss man vielleicht ins Krankenhaus. Aber viele leben ja noch einige Jahre weiter nach einer Herzoperation. Aber dieses Thema liegt mir nicht ganz am Herzen. Ich würde eher von dem Herz der Dinge sprechen. Dem Herz der Wesen. Dem Herz des Wesens. Das Herz, das kein Herz kennt. Das, was Herz ist. Das, was Verstand ist. Was ist das? Das, was wieder diese Unbekümmertheit ist, die sich weder darum kümmert, ob es eine Welt gibt oder nicht, ob Ordnung oder Chaos herrscht. Diese Unbekümmertheit ist viel zu unbekümmert, um sich darum kümmern zu müssen. Nein, ich will mich lieber sorgen darum, dass alles richtig läuft. Ich will lieber mich im Problem wälzen, wie es wohl weitergehen könnte, ob der Euro überlebt, ob ich nicht auch stark leiden könnte, weil ich vieles falsch gemacht habe. Doch ich glaube, ich drifte wieder ab in eine gedankliche Struktur, die ein Muster haben könnte, dass ich mit Spiralen, vielleicht nicht so arg spiralig, doch ich könnte mir ein Muster vielleicht mal mit Spiralen vorstellen. Das wäre auch mal was. Ja. Yeah.